Hallo meine Lieben. Ja, heute gibt es meine Lidschattensammlung. Und zwar meine Mono-Lidschattensammlung. Paletten, Pigmente und sowas würde einfach den Rahmen sprengen. Und deswegen dachte ich, ich zeige euch heute meine Mono-Lidschatten, weil ich habe das in letzter Zeit ziemlich oft gesehen und dachte mir, vielleicht wollt ihr auch meine Lidschatten sehen. Ich zeige euch natürlich auch so Swatches davon. Ich hoffe, es gefällt euch. Beginnen wir mit den MAC-Lidschatten, die ich noch habe. Und zwar ist das einmal hier ein Quad. Natürlich denkt ihr sowieso, das ist auch eine Palette. Nee, es sind ja selber zusammengestellte. Ne? Das sieht so aus. Muss euch jetzt natürlich auch jeweils sagen, was für eine Farbe das ist. Obwohl, bei dem hier weiß ich das. Das ist nämlich einmal Soft Brown. Genau, Soft Brown Wedge. Das ist Handwritten, glaube ich. Nee, das ist Hawks. Das hier unten ist handwritten. Müsste sein. Ja, also. Handwritten ist ein ganz dunkler Ton. Soft Brown, ich liebe Soft Brown, ist ein total toller Verblendeton, der warm ist. Witch ist ein Verblendeton, der eher kühl ist. Und Hawks ist eh so ein lila Mauve-Ton, den ich auch super cool finde. Handwritten, super geiles. Braun einfach, mega. Soft Brown war einer meiner ersten Refills von MAC. Wedge merke ich gerade, will nicht so, der ist ein bisschen zickig. So, Wedge und das hier ist Hawks. Also super, super, super schöne Farben. Ich habe auch jetzt gerade letzte Woche ziemlich häufig nochmal zu der gegriffen, weil die immer wieder in meiner Sammlung so untergegangen ist. Und ich muss endlich auch nochmal, obwohl ich ganz viele Paletten mir in letzter Zeit gekauft habe, möchte ich nochmal so alte Schätzchen zum Vorschein bringen, weil das, die haben es auch einfach verdient. So, dann habe ich nämlich noch einen MAC Quad, aber da sind nur zwei Lidschatten drin. Das sind diese beiden. Das ist einmal Satin Taupe. Satin Taupe gehört in jeder Sammlung. Und was ist das nochmal? Woodwinged, genau. Woodwinged ist ein super schönes, schöner Goldton. Goldgelb. Und wenn man ihn verblendet, wird er so leicht rötlich. Ja, und Satin Taupe kennt jeder, ne? Satin Taupe ist so ein Ton, wenn man nicht weiß, was man drauf tun soll, dann nimmt man Satin Taupe. Ja. Beide sehr schön und, ja. Das sind so die Refills, wovon ich mich nicht trennen möchte. Und jetzt, wo Back to MAC ja keine Lippenstifte mehr gibt, ne, werde ich mir dann Refills halt irgendwann dann halt ansehen. Zwei Monos von MAC habe ich halt auch noch. Ich hatte früher voll viele. Die habe ich aber dann nach und nach alle abgegeben, weil ich von der Qualität der MAC-Lidschatten nicht immer überzeugt bin. Haha, ja. Ist nun mal so. Da habe ich einmal Antiqued. Antiqued ist ein super geiler, super, super geile Farbe, muss ich sagen. Benutze ich auch sehr, sehr gerne. Vor allem im Herbst. Ist halt ein Bronzebraun mit so einem rötlichen Einschlag. So eher kupferfarben. Super, mega cool. Und dann habe ich hier Sable. Sable war mein erster MAC-Lidschatten überhaupt. Schaut mal, der sieht so aus. Den finde ich mich auch noch schöner als Satin Taupe. Ja, und der bringt blaue Augen so richtig geil zum Vorschein. Und das ist der hier. Mega, 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 mega schön. Machen wir weiter mit Art Deco. Art Deco macht meiner Meinung nach auch super Lidschatten. Da habe ich hier vier Stück. Das sind diese. Ich hatte mal mehr, aber die habe ich dann irgendwann abgegeben. Und gut, gut und schön. Ich habe braun. Die sind aus der Dieter van Tees LE damals gewesen. Das sind einmal diese beiden Töne. Das helle ist die Farbe 520 von Dieter van Tees, wie gesagt. Und der dunkle ist 524. Und dann habe ich noch ein wirklich genial schönes Braun. Das ist dieses hier. Voll schön. Und es gibt halt noch eins, das ist übrigens hier Farbe 21 aus einem ganz normalen Standardsortiment. Und dann habe ich noch, war das hier auch eine LE? Weiß ich nicht. Das ist die Farbe 642. So ein, dieses dunkle Schimmerbraun hier. Und das ist das hier. Das ist so ein dunkelbraun, was so leicht ins Anthrazit geht. Und auch super Qualität der Lidschatten mag ich auch sehr. Es geht weiter. Ich habe hier so eine kleine Palette von, weiß ich nicht, ich glaube, wie hieß die?
Genau, die hieß Lenka Kosmetik. Da haben die so Magnettafel-Paletten. Und da habe ich nämlich auch eine Farbe von Lenka. Und zwar ist das die Farbe 14. Nee, M14. Und die sieht so aus. Ist so ein bisschen Cranberry-mäßig. Benutze ich allerdings selten, aber für Halloween-Tutorials mag ich den sehr gerne. Dann habe ich dort den Make-up-Geek-Lidschatten drin, den ich von der lieben Melanie gekriegt habe. Lila ist ja überhaupt nicht so mein Alltagston, aber Leute, wenn ihr diesen Lidschatten jetzt seht, ne, da, boah, dieses Leuchten. Dieses Leuchten dieses Lidschattens, das ist abnormal. Und in dieser Kamera kommt das noch nicht einmal richtig rüber. Wahnsinn. Also ich kann es mir im Sommer gut vorstellen, unten am unteren Wimpernkranz zu nehmen. Verzeihung, mein Akku war leer. Ich musste gerade ein neues einsetzen. Auf jeden Fall habe ich hier noch eins von Stila. Das ist so ein goldiger. Den habe ich damals mal, ich glaube, in einem Wanderpaket oder sowas drin gehabt. Und ja, ein sehr schönes Gold. Mhm. Benutze ich allerdings ziemlich selten diese drei Lidschatten. Also vor allem Make-up Geek habe ich ja gerade erst. Ja, aber so ist es, ne? Dann habe ich hier meine Set-Palette, was ja auch normalerweise eine Palette ist, aber klar, es sind nun mal Monolidschatten drin. So sehen die aus. Hier unten habe ich, diese drei sind aus den MNY. Das werde ich jetzt keine Farbnummern mehr sagen, weil die gibt es ja eh nicht mehr. Die Qualität dieser Lidschatten war allerdings ziemlich schön damals. Sind jetzt diese drei. Ich mag ganz besonders dieses Orange-Braun, das finde ich sehr schön. So, und die anderen Lidschatten sind alles Catrice Mono-Lidschatten, die ich mal depottet habe. Und ja, vor allen Dingen hier die, also ich würde euch raten, matte Lidschatten von Catrice nicht zu depotten. Man sieht, was damit passiert. Zum Glück habe ich dann dort ein Hitzepen erreicht, deswegen. Aber hier sind ganz schön viel rausgebrochen, ne? Dieser hier zum Beispiel ist kein matter, sieht auf dem ersten Blick so aus, aber das ist Oops, New Day Again, ne? Genau. Oops, New Day Again, da habe ich von ganz alleine einen Hitzepan geschafft, voll cool. Und das hier zum Beispiel, oh, ich habe da ein bisschen Schiss. Also Oops, Nuded Again ist halt ein ganz normales Nude, was jetzt, glaube ich, aus dem Standardsortiment rausgenommen worden ist, was ich doof finde. Dann habe ich hier einen Heller, der heißt Bring Me Frosted Cake. Ich glaube, der ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Sortiment. Also Oops, Nuded Again ist hier neben, das ist Bring Me Frosted Cake. Dann habe ich hier einen Orange, der ist, glaube ich, auch nicht mehr in der, im Standardsortiment. Das ist Carrots of the Caribbean. Das ist so ein Ton, den kann man gut mal so für Festival oder so nehmen. Halt ein Braun, Orange-Braun ist gut. Das hier ist, Oh, It's Toffeeful. Und ich glaube, das ist ein Dupe zum MAC-Lidschatten. Weiß ich nicht mehr. Ich mag Catrice Mono-Lidschatten sehr gerne. Wohl, ne? Dazwischen schon mal gesagt. Dann ist hier ein Golden Evergreen. Der sieht so aus. Der sieht schön, schön aus, weil der ist ein Khaki-Grün mit so einem Goldschimmer drin. Das hier ist My First Copperware Party. Ich glaube, der ist gerade aus dem Sortiment genommen worden, aber der ist so schön, Leute. Na, hier. Super schön. Echt, das ist so... Ich glaube, das könnte sogar so ein Dupe zum MAC Satin Taupe sein. So, dann haben wir hier New in Brown und der ist auch toll. Ich glaube, den gibt es sogar noch. Schaut mal, der ist wirklich wunderschön. So gute Qualität. So, dann hier den kaputten hier. Was ist das? Das ist Starlight Espresso. Krasse Pigmentierung. Und daneben dieser kaputte, das war I wear my plum glasses at night. I wear my plum glasses tonight. So, und zwar das sind die beiden. Das ist hier diese Plum Glasses und das ist my, hier dieser Starlight Espresso. Starlight Espresso nehme ich halt lieber. Jetzt kommen so super geile, ich liebe die Farben. Das ist einmal dieser Ton hier. Man sieht auch oft verwendet. Fancy a Copper Tea. Der ist schick. Wirklich, der ist richtig schick. Dann haben wir hier, das müsste Common Chameleon sein. Ja, Common Chameleon ist schon seit Ewigkeiten aus dem Sortiment gebracht worden. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil das ist dieses angesagte Dupe zum MAC Club.
Und was habe ich hier noch? My Mr. Copperfields. Das sind, ich zeige euch, die drei. Sehr schicke Pigmentierung. Das ist mal fürs, hier dieser Copperfields. Das hier ist Fancy Copper Tea. Ein super schöner, wirklich ein, oh, schön. Und das hier ist dieses Club Dupe. Und wenn man das halt wirklich verblendet, kommen da so verschiedene Farben raus. Catrice, warum holt ihr sowas aus dem Sortiment? Aber ich denke mal, sowas könnte man im Kleiderkreisel noch kriegen. Und jetzt kommen so zwei LE-Schätzchen, die ich super, super, super schön fand. Die zwar echt teuer waren, für, mit 4,75 Euro, glaube ich. Haha. Oder 3,75? Ich glaube 3,75. Die waren fast 4 Euro. Fand ich für einen Catrice-Lidschatten sehr viel, um ehrlich zu sein. Und das war aus der Federate Fall LE. Luxury, ja, genau. Und der heißt, oh Gott, Recocktail. Weißt ihr so? Müsste so sein. Auf jeden Fall schaut euch mal diese Farbe an. Wundervoll. Ja, so. Schön. Schön. Wirklich, man sieht selten so toll, so tolle Lidschatten im Drogeriebereich, weil der ist, er ist wunderschön. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Ja, wenn man den, ich blende den Oden mal so ein bisschen weiter aus und oh, der changiert dann so in lila, grün, türkis und mein lieber Scholli, sowas dürfte öfters mal rauskommen. Und dann halt aus der gleichen LE habe ich mir geholt noch Oestrich's Fog. Und der ist auch schön. Der ist auch wunderschön. Schaut mal. Auch traumhaft, oder? Diese Qualität, wirklich, diese Qualität gibt es im High-End-Bereich. Ja, und das war meine Set-Palette. So, kommen wir zu so ein paar Monos. Ich habe gleich noch eine andere Palette, wo so Klicksystem drin ist. Und zwar habe ich hier dieses Wet... Ja, meine Hose ist gleich total versaut. Habe ich von Wet n' Wild das Cream Brûlée. Das habe ich ja in meinem Project Pan drin, damit das, ja... Ne, nicht, dass, weil ich will, dass es leer wird. Einfach so, ja, ist halt ein Nude, ne, zum Ausblenden. Dann habe ich hier noch einen Catrice-Lidschatten. Habe ich halt versucht zu depotten. Ist halt das gleiche passiert wie mit den anderen. Wie man sieht, schön rausgebrochen. Die Seite benutze ich allerdings immer schön zum... wenn ich den benutze, und den benutze ich sehr gerne. Der war auch jetzt vor kurzem noch in meinen Favoriten drin. Das sind die beiden hier, wenn man die überhaupt erkennen kann. Achso, das ist übrigens der The Taupe of the Mount Everest. Ja. Weil der halt so ein topiges Nude ist, was ich echt sehr cool finde, wenn man mal so ein kühles Augen-Make abschminken möchte. Dann nehme ich auch... Ach, meine Nase. Entschuldigung. Dann nehme ich nämlich auch ganz gerne hier das, den Ton zum Verblenden. Und zwar ist das von Urban Decay. Ist das Bug. Der ist auch, glaube ich, in der Urban Decay Naked Palette drin. Ne? Ja, das ist dieser Ton hier. Ja, und den habe ich mir damals mal von der Yvonne. Die hat den... Chanel Lipstick. Ich kann den Namen nicht merken. Ja, auf jeden Fall eine Blonde. Nee, sie ist mittlerweile dunkelhaarig. Kinder hat sie. Auf jeden Fall habe ich in Kleiderkreise mit ihr getauscht. Und das ist der hier. Schön aschisch und mag ich auch sehr gerne. Und das hier ist so ein... Oh, der ist so schön. Den habe ich wegen der Janina... Jamina... Die kennt jeder. Ne? Mit der Poo Crease, ja, hat sie halt Lidschatten vorgestellt, und zwar hat sie einen aus dem Make-Up Factory, also hier nur vom Müller, da gibt es die ja, hat sie einen Lidschatten gezeigt, und zwar ist es so einer hier, den, so einen Braunton gibt es halt wirklich selten im Drogeriebereich, und das ist die Farbe Nummer 16. Wirklich eine super schöne Farbe, die ich auch super häufig trage, der hier unten. Das ist so wirklich so eine Kackerfarbe, nenne ich das jetzt einfach mal, also super, mega schöne Farbe. Weiter geht's. Und zwar habe ich hier das Essence Isle of Nude Eyeshadow in der Farbe Vanilla Sugar. War mal eine Kuhle drauf, und die Spitze der Kuhle ist so gut wie weg. Sehr gut pigmentiert. Ja, schaut mal. Bin ich voll von angetan von diesen Lidschatten. Die Monos, die ich besitze, sind auch wirklich nur Monos,
die ich wirklich extrem gut finde. Weil da ich so viele Paletten habe, benutze ich sehr wenig Monolidschatten. Und deswegen dürfen bei mir in der Sammlung auch wirklich nur noch die Monolidschatten bleiben, die ich von wirklich zu 100% mag. Da habe ich jetzt auch noch einen von diesen Intense Effect Eyeshadows von Manhattan. Näschen kratzen. So sieht der aus. War auch mal rund und ist jetzt schon, wie man sieht, eine Kuhle drauf. Das ist die Farbe Dim Brown. Und eine sehr schöne Farbe. Könnt ihr euch vorstellen, warum der bleiben darf. Ne? Mhm. Nächster. Von Urban Decay. Ein Single Lidschatten in der Farbe Shack. Und super mega schön. Der war oft immer ein Favorit von mir. Und ihr werdet jetzt auch sehen, warum. Guckt euch diese Farbe mal an. Vor allen Dingen für blaue Augen. Traumhaft, traumhaft, Leute. Und noch ein Urban Decay. Das ist mein zweiter. Oder beziehungsweise der dritte, weil ich ja den anderen habe. Und zwar ist das hier der Underground. Und der sieht so aus. Sehr gute Pigmentierung. Wirklich. Also, kennt man ja nicht anders von Urban Decay. Traum. Traumhaft schön. Dann habe ich hier einen von Kiko in der Farbe 124. So schaut er aus. Mhm. Ich habe in meinem letzten aussortiert Video, habe ich euch erzählt, dass ich hier diese Rimmel-Lidschatten, dass ich einen einzigen gehalten habe. Und zwar ist es die Farbe Backstage. Das ist ein Strich. Ein Strich. Diese Rimmel-Lidschatten, die sind genial. Dann habe ich hier noch so einen von Kiko. Schaut mal, der changiert so. Und ich benutze den gar nicht. Aber ich kann ihn nicht abgeben, weil er so schön ist. Total verrückt, ne? Schaut mal, wie geil der ist. Wie geil der ist. Und die Pigmentierung hattet. Schaut euch das mal an. Ist sowas von geil. Und wenn man den ausblendet, sieht er aus, als würde so ein Einhorn pupsen. Mit so Glitzer. Schaut mal, hier unten sieht man das. Das so ein Glitzer-Schweif. Gott, ich kann mich nicht von dem trennen. Das geht nicht. Dann habe ich noch einen aus der Essence Urbanized LE. Die durfte ich ja mal testen von Cosnova. Kommt die auf und das ist die Farbe Girls, nee, City Girls Rule. So sieht der aus. Der durfte halt auch bleiben in meiner Sammlung. Der rosane musste gehen. Weil ich finde diesen Silber, obwohl ich gar nicht so Silber-Grautöne mag, finde ich den cool am unteren Wimpernkranz. Deswegen durfte der bleiben. Achso, übrigens der Kiko, der war übrigens die Farbe 105 Cyberberry. Ja, wollte ich euch ja nicht vorenthalten, diese geile Farbe. So, dann habe ich von P2 Matte Dream Eyeshadow, die sahen mal so aus, die gibt es bestimmt gar nicht mehr, die Farbe Green Jungle. Und da habe ich sogar einen Hit the Pan. Und nein, nicht, weil ich ständig Grüntöne benutze. Wie ihr wisst, mache ich das ja nicht. Aber den habe ich mal für ein Make-up benutzt, um so reptilienmäßig auszusehen. Und dafür war der perfekt. Matt und geil und super. Und solche Töne braucht man immer mal. Deswegen behalte ich den auch. Zwei The Balm Lidschatten. Monos habe ich noch. Ich hatte damals, glaube ich, 7 oder 8. Habe ich immer nach und nach verkauft. Einen habe ich auch noch im Kleiderkreisel drin. Und zwar habe ich hier einmal die Shameless Shana, der hier. Sehr geile Quali. Schaut mal. Megamäßig. Also diese Baumlidschatten kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich hier noch All About Alex. Da ist mir leider mal eine Ecke rausgebrochen. Auch megamäßig. Sind meine Monos gewesen. Obwohl, ich habe hier noch Monos in, wie gesagt, in der Kiko-Palette. Und zwar ist das hier meine Kiko-Palette. So. Und das sind diese Klicksysteme. Und das sind meine. So, da könnten noch so 1, 2, 3, 4, 5 rein. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, alle Matten, die ich so mag. Und dann habe ich hier unten auch noch so ein bisschen anderes, ne, wie ihr sehen könnt. Das andere zum Beispiel ist so ein krasses Orange. Ja? Oder so ein dunkles Nachtblau. Oh. Beginnen wir. Zum Beispiel diese beiden. Mhm. Wollt ihr jetzt noch die Farben dazu wissen? Das Orange hat die Farbe 207.
Und das dunkle Blau hat die Farbe 283. So, jetzt geht's weiter mit Grau. Da habe ich die 239. Diese Klicksysteme sind von der Pigmentierung her der Oberknaller. Habe ich auch schon Freundinnen von mir angesteckt, obwohl die nicht so Make-up-verrückt sind. Das Graue ist das hier. Auch sehr schön. Das dunkle Braune, was danach kam, ist die Farbe 240. Geht aber auch so ein bisschen ins Braune. Sehr schön, das ist so ein bisschen topisch braun-mauve. Also, ne? Aber das wirklich dunkelgraue ist 288. Dann ein Schwarz. Ich wollte halt auch ein Schwarz und ein Weiß haben. Das Schwarz hat die Farbe 295. Gut Schwarz. Und auch eins meiner besten Schwarze, die ich habe. Schön deckend. Hat man selten bei Schwarz. Weiter geht's mit einem wunderschönen Braun. Das ist die Farbe 210. Schön, oder? Schön, schön, schön. 213 ist dieses Braun. Auch wundervoll. Ja, also die haben schon sehr schöne Farben. Dunkles Braun, 217. Und auch sehr groß, ne? Die sind schon... Steht jetzt nicht drauf, wie viel Gramm da drin sind, aber die sind schon ordentlich. Ich habe noch ein dunkles Braun, das ist die Farbe 235. Ja, ich muss auch gestehen, sind schon ziemlich ähnlich, ne? Jetzt kommen nochmal zwei schimmernde. Und das ist einmal die Farbe 234. Der sieht ein bisschen so aus wie MAC Antiqued. So ein bisschen. Schaut mal, so schön. So schön. Genial. Genial. Echt. 211 ist dieser hier. Ne, Entschuldigung, das war dieser Antiqued. Entschuldigung. Der sieht ein bisschen aus wie Antiqued. So war das. Jetzt kommen wir nochmal zu den Matten, und zwar ist es die Farbe 214, ein perfekter Ton zum Verblenden oder einfach so, um Nude-Make-ups zu tragen. Sieht man wahrscheinlich jetzt neben dem einen hier gar nicht. Will der Bus hier vorbei? Es ist eine ganz blöde, enge Straße bei mir und der Bus, der will vorbei. Machen wir weiter mit einem hellen Ton, und zwar ist das die Farbe 222. Das ist der. Jetzt zeige ich euch auch direkt den weißen, das ist die Farbe 200. Der ist auch schön deckend. Da geht es mit zwei meiner Töne, zu denen ich sehr oft greife. Und zwar ist das die Farbe 236. Das ist ein schimmernder. So wundervoll. Kann man auch perfekt zum Highlighten benutzen. Auch für auf die Wand. 219 ist dieser hier. Der geht ein bisschen mehr ins Champagnerfarben, ne? Auch sehr schön. Sehr. Und jetzt kommen wir schon zu den zwei letzten. Das ist einmal ein Aprikot, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist die Farbe 204. Ist halt schön für so Frühlingslooks. Aber auch schön als Blush vielleicht. Und der hier, den ich jetzt gleich zeige, auch. Das ist die Farbe 226. Für viele vielleicht ein Blush-Ton. Und auch für mich. Also nicht für mich, für meinen Typ. Aber ich könnte mir ihn auch gut als Blush vorstellen. Ja. Das ist meine Kiko-Palette. Ich habe zwar auch noch Inglot-Paletten. Das sind ja auch eigentlich Monolidschatten, die man dann in diese Paletten hineinklickt. Aber die kriege ich nicht so einfach da raus und deswegen sind das für mich mittlerweile Paletten. Die kann ich euch dann halt wirklich zeigen, wenn ich meine Paletten abdrehe. Das sind dann halt, die ist noch nicht mal voll, aber ich habe halt eine schimmernde Palette in Nude-Farben. Und ich habe eine matte. So. Und kann ich euch auf jeden Fall auch alle mal zeigen, wenn ich dann halt meine Paletten mal abdrehe. Okay. Ich würde sagen, das waren meine Monolidschatten und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.